Hallo, wie geht's denn so? Ich bin wieder da. Hier läuft ein Geist. Ganz schön deutlich. Kann er mich sehen? Nein, ich glaube nicht. Ich denke schon. Echt jetzt? Es ist ein anderer Spieler. Das habe ich mir auch schon gedacht. Der in diesem Moment halt auch da ist. Ja, okay, also. Was wollte ich denn? Leuchtfeuer, glaube ich. Genau, ich wollte die Kiste, glaube ich, weglegen. Die Kiste ist ein Schild. Und alles andere, was ich nicht brauche, auch. Feuerbrandbomben, werde ich die benutzen? Ja. Muss ich auf Reisen drücken, damit wir beide uns treffen? Es wird dann auch darauf ankommen, ob das Herr was zusammenschmeißt. Oh, hoffentlich. Wollen wir es probieren? Bist du bereit? Ja. Okay, dann drücke ich auf Reisen. Und auf Hohe Mauer von Lothric. Ja. Ah, okay. So, jetzt bin ich aber gespannt. Oh, ich bin ja verschwunden. Ushigatana, ein kunstvoll geschmiedeter, scharfer Katana aus den östlichen Landen. Die feingeschärfte Klinge schneidet durch Fleisch wie durch Butter und verursacht Blutungen, aber sie ist daher leicht zerbrechlich. Fertigkeit halten. Nimmt eine Haltestellung ein, um da. Okay. Keule, eine schlichte Holzkeule für wilde Sprungangriffe. Diese krude, klingenlose Schlagwaffe eignet sich gut gegen die meisten Gegner und kann die Schildabwehr durchschlagen. Oh, Fertigkeit Kriegsschrei, eine mutige, verdammt, Antifluch-Großschild. Fertigkeit, Waffenfertigkeit. Das Ausrüsten dieses Schildes in der linken Hand ermöglicht auf der Ausführung der Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand. Okay. Giftpfeil. Ah ja. Plankenschild. Ach, Plankenschild. Ja. Oh. Bist du auch schon da? Ja. Bist du hier in einem Thronsaal oder so? Ja, ich bin buchstäblich da im Spawnpunkt. Ich meine, nicht Thronsaal sind, sondern hier ist so ein, keine Ahnung, ist das eine Kirche? Ja, mach doch die Tür auf. Okay. Warte mal, ist hier noch was? Nö, scheinbar nicht. So, die Tür ist beim Öffnen gerade. Wow! Hohe Mauer von Lothric. Lothric, ich bin jetzt hier. Ja. Du auch? Ja, aber ich sehe dich halt nicht. Okay, da unten sehe ich schon das erste Leuchtfeuer. Nützt es was, wenn man hier Kisten zerstört? Kissen sind dann kaputt. Und das war's. Okay. Ich meine, das sind keine Gegenstände drin oder so. Hier sind irgendwelche Stäbe oder so. Mit Menschen drauf. Kann man die anvisieren? Nein. Was zum Teufel ist das? Ach, das ist eine Flagge, okay. Ja, wenn wir im selben Server sind, müsste hier neben dem Leuchtfeuer so ein Rufsymbol stehen. Okay, Moment. Da oben ist irgend so eine Nachricht, die kann ich aber nicht lesen. Na egal. Neben dem Leuchtfeuer. Ich glaube, ich speichere mal sofort. Haben wir da ist so eine Nachricht gleich daneben an. Visionen von Leuchtfeuer. Okay. Ja. Entzünden. Juhu. Und jetzt? Soll ich am Leuchtfeuer rasten?
Jetzt, wie gesagt, hier müsste daneben, neben dem Leuchtfeuer, so ein Rufsymbol stehen, liegen, Boden. Ein Rufsymbol. Ja, also sind da so ein paar Zeichen drauf. Bei mir steht hier nur eine Nachricht auf dem Fußboden. Meinst du dein Ausrufesymbol? Rufsymbol. Was ist das Rufsymbol? Ja, da, ich würde auch sagen, was ist das? Ich weiß ja nicht, wie du es ja bei dir siehst, aber bei mir ist das so halt, was in den Boden reingekritzelt. Ja, bei mir Das ist. leuchtet sogar. Bei mir ist ja auch was in den Boden reingekritzelt, aber das ist eine Nachricht lesen. Bei mir ist hier kein Rufsymbol, bei mir ist nur das Feuer und eine Nachricht daneben. Sonst nichts. Müsste ich wohl hin und her reisen? Ich könnte sehen. Oh, soll ich zurückreisen oder wie? Weiß nicht. Ob wir beide das machen müssen oder nur du. Dann reise ich mal zurück zum Feuerbandschrein. So, Feuerbandschrein. Dann reise ich jetzt nochmal zurück zu diesem Ackerfeld-Ding, nicht Ackerfeld, zu der Mauer. Neben mir steht ein Geist, aber ich glaube, das bist du das? Bist du gerade rumgelaufen? Ich bin wieder hier auf der Mauer. Hast du so einen komischen Hut aufgehabt, so einen Kreishut oder so? Nein? Okay, dann warst das nicht du. Ja. Vielleicht müssen wir aber, oder vielleicht muss ich aber hier das Spiel beenden und wieder machen. Moment mal. Wo genau bist du? An was deinem Feuer? Am Leuchtfeuer, einem Leuchtfeuer oben auf Afrika. Ja, ich meine, bist du hier bei diesem Spawnpunkt, wo man das erste Mal auftaucht? Bin hier direkt beim Leuchtfeuer. Oben auf Afrika. Und man hat sich hinterteleportiert. Ich meine, okay. Bist du am Leuchtfeuer in irgend so einem Turm, wo du eine gute Aussicht auf die ganze Karte hast? Ja, wenn du einfach zum Leuchtfeuer gehst, dann hat er ja einen Namen und da halt den aktivierst. Ja, bei mir heißt er einfach am Leuchtfeuer rasten. Ne, aktivier den doch mal. Es steht dein Name. Hohe Mauer von Losrik. Ja, da bin ich gerade. Ach so. Glaube, ich muss das Spiel verlassen und mich gerade wieder eingehen. Okay, dann mache ich mal einen Aufnahmestopp und wir sehen uns halt wieder, wenn wir vereint sind. Okay? Okay? Okay. Okay. Hallöchen, Popüchen. Ihr Rivale hier. Ja, wir haben es rausgefunden. Und zwar seht ihr oben links meinen Lebensbalken und die Glut. Ja, man musste dieses Ding hier einmal benutzen. Und dann kann man hier, ja. Dann erscheint hier so ein Rufsymbol, ne? Und hier dann, man kann dann hier jemanden zu sich rufen. Ja, Pumpernickel, das bist doch du, oder? Ja.
warum steht da Phantom? Bist du gut oder bist du böse? Ja, wo steht ein Phantom? Dieses Phantom beschwören, okay. Das ist kein PvP oder so dann, oder? Nee. Okay. Bei Peter müsste Phantom wird beschworen. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe schon ein bisschen deine Preview gesehen, die gelbe, die durchsichtige, die über dem Zeichen war. Oh. Rot. Oh. Oh. Hä? Hallo. Wow. Warte. Hallo. Oh. Das ist ja cool. Alter, du siehst ja voll schnieke aus. Meine Herren, du. Wow. Warte mal, lass dich mal anschauen. Wow. Nach vorne zeigen, nach oben zeigen, nach unten zeigen, winken hier. Hier. Wieso bist du eigentlich so hochgestanden mit dem mit der V-Pose? Kann man das irgendwie einstellen? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder. Was ist das von mir? Ja, du bist irgendwie so hoch. Es ist jemand eingefallen. Wie das denn? Siehst du den Typen da? Ja. Was will er denn jetzt? Wer ist der? Der ist eingefallen. Das ist PvP. Warum? Teufel. Geh weg, du. Tod den Ungläubigen. Lass dich geheilt. Auf ihn. Tod den Ungläubigen. Das heißt die PvP. Ja. Finster ist zerstört. Na, ganz einfach, da du ja halt die Asche aktiviert hast, kannst du Leute einladen und andere Leute können dich angreifen. Ja, aber wie? Warum? Warum angreifen meine ich? Gott, das hat mich nervös gemacht. Ja, was meinst du hier, wie ich mich gerade fühle? Ich bin Noob. War das auch dein erstes Mal? Ja. Ja, was heißt dir eingefallen? Warte mal, ich habe doch so einen Gegenstand im Inventar. Mhm. Finster-Symbol, verliere Seele und nein. Wo war das? Schwarzer Lebewohlkristall, Phantom verbannen, in die eigene Welt zurückkehren. Ach nee, Moment. Reif des weißen Pfads, stellt die Verbindung zu anderen Welten her. Nein, Moment, das ist nicht das. Kommt es mir so vor, oder ist mein Gesicht irgendwann zwei geteilt? Warte mal, zeig mal. Nee, das ist nur hier der Shader. Ach so, ich weiß, was du meinst. Ich sehe es auch. Okay. Können wir hier die Blut wieder herstellen? Ja. Oh nein, können wir nicht. Okay. Oh. Das ist ja voll hardcore PvE. Oh. Oh. Okay. Okay, wohin willst du? Jetzt willst du da lang, aber wartet dich da tot oder da lang? Da erwartet dich auch da tot. Ja, ich gehe da lang, wo mich da tot erwartet. Für die Aufnahme. Ich habe den Timer vergessen zu starten. Okay, willst du erstmal was wissen? Moment. Lass mich schauen, wie lange jetzt schon das Video geht. Ich habe vergessen, den Timer einzustellen. Verdammt. Ich hab hier 4 Minuten schon. Na toll. Vier Minuten, 9, 10, 11, 12, 13. Ach du Heilige, dein Speer. Was ist das denn? Das ist ein Speer. Ja, ich sehe es. Hier hinter der Mauer wartet ein Armbrustschütze. Ich sehe schon. Hä? War das schon immer da? Ja. Echt jetzt? Ja. LOL. Ja, Schwert. Huch. Komm her. Ja. Ich hab Inventar.
Ach, ich habe nur 3 Estus Flaskons. Ja, ich auch nur 3. Hardcore. Hier. Abnehmen. Hier. Ich stelle zum Sack. Ich hör, dass du einen Trick hast. Okay, warte mal. Kannst du das dann wiedergeben? Das brauch ich nicht, ich hab das hier in der Hand. Oh, du hast 2 davon, das ist ja cool, dankeschön. Ja. Toll. Okay. Das macht mehr kritischen Schaden als physischen, oder? Aber es ist ein bisschen besser, was die Abwehrminderung betrifft. Ja gut, das, ja, das rüstet das auf, das ist eigentlich sehr viel besser als das Spiel, was du gerade hast. Okay, Moment. Aber das macht mehr kritischen Schaden. Ja, warte mal, das muss ich ja hier mit durch Ausrüstung machen, warte. Nee, Moment. Gut, zwar kann ich es nicht maximal nutzen, aber weil mir das Attribut dann Geschicklichkeit fehlt um 4 Punkte, aber okay. Oh. Alter, zum Teufel! Wie siehst du denn aus? Wow. Ja. Schickes Schwert übrigens. Tja, weißt du, weißt, wie ich normalerweise aussehen würde? Nein. Du hast dich ja voll muskulös gemacht, sehe ich gerade. So. Moment, du bist gerade gelb. Ja, ich sehe es. Muss das so sein? Ich weiß nicht. Du bist gelb, du hast Gelbsucht, okay. Ah. Also du siehst halt nicht mit halt, du siehst halt noch, was ich habe. Ja, du bist gelb und voll dürre. Ich sag, du bist du gelb und voll dürre wie eine Leiche. Ja. In der Tat, ich bin quasi einer von diesen ganzen NPCs, die hier rumlaufen. Oh, okay. Weil ich bin ausgebildet. Okay. Ich würde diese Folge jetzt beenden wollen, weil wir sind schon fast über 15 Minuten, okay? Oh, ist das wirklich schon so weit? Ja, ich meine ja nur. Sorry. Keine Sorge, die nächste wird auch noch kommen. Gleich hinten ran, okay? Wenn jemand wieder einfällt, sag Bescheid. Aber bis dahin, auf Wiedersehen.